Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transportfieber hier auf Karte Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf an meiner Seite begrüßen den Manu. So, wir befinden uns jetzt schon wieder in einer neuen Folge, hier immer noch in derselben Aufnahmesession. Super besucht hier der Livestream, vielen Dank dafür. Okay, wir haben eben ganz lange philosophiert, machen wir die Milf, machen wir sie nicht. Wir sind jetzt uns dazu durchgerungen, oder ich habe mich dazu durchgerungen, die Milf nicht zu nehmen, weil es einfach zu teuer ist. Wir werden jetzt die Güterzüge nach zur Brotfabrik verlängern. Darin werden wir jetzt investieren. Und zwar werden wir jetzt ein bisschen mehr investieren. Wir haben ja ein bisschen was auf der hohen Kante. Und der Manu darf dafür gleich erstmal loslegen. Ja, ja, zum Thema Milf haben wir dann natürlich gleich eine Zeitungsmeldung von dem Zitate-Magazin. Eine Volksabstimmung sollte über die Lokomotive für die Güterstrecken entscheiden. Ehe gewählt wurde die Milf. Die Abstimmung war einstimmig. Jedoch sagt die Newcant Logistik Group nun, dass die Milf zu teuer sei und sich nicht rentieren würde. Bewohner der Kantweiz sagen dazu, warum haben sie diese blöde Wahl überhaupt stattgefunden? Die Entscheidung ja doch nicht berücksichtigt wird. Wir grübeln. Wir grübeln, ja. Okay. Ich habe jetzt, wir haben jetzt wie viel? 16. 16? 18? 18. 6,9 Millionen investiert. Ich denke auch gut investiert, denn wir haben hier sehr viel Potenzial, was wir hier abdecken müssen. Und da jetzt noch einen Zug drauf zu setzen, würde, glaube ich, eher Chaos verursachen, als dass wir da irgendwas reinbringen würden, was sich lohnen würde. Hier haben wir aber immer noch sehr viele Leute stehen, die mit der Tram fahren wollen. Ob eine oder andere Richtung, völlig egal. Das heißt, wir müssen noch ein paar Trams kaufen. Was haben wir jetzt gekauft? 3, 7 Stück auf die Fantram. Wir kommen nicht gegen an. Aber ja, die muss sich auch ganz schön lohnen eigentlich, ne? 800.000, okay, ja. Die Fantram und der Fanbus liegen ja ziemlich nah beieinander. Dazu gibt es ja auch ein paar News zum Fanbus-Linie. Ja, das ist so eine gute Idee. Auch wieder vom Zitate-Magazin. Gottes unverbrennbarer Busch in der Kantweiz entdeckt. In der Kantweiz wurde von einem Fußballfan, der in einem Bus der Fanbuslinie saß, ein fliegender Busch entdeckt. Der Fan war laut eigenen Angaben nicht betrunken. Wir grübeln. Aber der ist extra so hoch, dass die Busse drunter durchfahren und sich nicht daran kaputt fahren können. Ich habe den extra nochmal gezeigt. Okay. Dann würde ich gerne noch das Radio Fantastico vorlesen. Ja. Weil es geht ja wieder für die NKLG um wichtige News. Viele Unfälle an den neuen Bahnübergängen. Viele Passanten sind bei Rot noch in den Gleisbereich eingefahren und wurden zwischen den Schranken eingeschlossen. Bisher konnte noch jeder Zug rechtzeitig zum Stehen kommen. Newcant Logistik Group fordert nun eine spezielle Fahrerausbildung für Bahnübergänge. Diese würde natürlich von der Newcant Logistik Group durchgeführt, sodass das Unternehmen noch mehr Geld verdienen kann. Wie fand dir deine Zeitung schon Vorschläge, wie man Geld maximieren kann? Ja, genau. Eigentlich ist es aber gar nicht so doof jetzt. Oh, ein Big Boy. Dam, dam, dam. Eigentlich ist es gar nicht so schlau, jetzt hier auszubauen. Aber ich will natürlich den Verkehr hier aus der Stadt so ein bisschen rausziehen, weil die kommen alle von hier oben runtergegurkt. Deswegen hoffe ich, oder habe ich gehofft, dass sie nicht alle durch die Stadt gurken. Aber hier seht ihr schon, ist schon ein kleiner Stau entstanden. Vielleicht, also man könnte das ja auch. Ach, schade. Ja, aber am Bahnhof entlang. Dass man aus dem Bahnhof vielleicht besser rauskommt mit der Tram. Kommt schon die Frage, was kostet der auf der Öllinie? Mhm. Oder der Beitrag von Finn ist auch schön.
Jetzt haderst du noch mit dem Geld. Ich sehe, es kommt schon. In Folge 30 knackt Kante die erste Milliarde und das Geld und wird das Geld nicht mehr los. Ja, wollen wir hoffen. Ja, 11,6 Millionen. Das habe ich auch gerade gedacht. Aber wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich natürlich gleich wieder Nachrichten, ne? Wenn ich jetzt hier abreiße. Das wäre ja auf jeden Fall für die Zukunft wichtig. Ja. Kannst du nicht die Bahngleise auch gleich rausführen aus dem Bahnhof? Genau. Platz gleich haben. Ja, wir machen's. Die News, darauf lasse ich mich jetzt ein, auf die News, das ist jetzt so. Ja, eine Hauptverkehrsstraße ist gekillt. Das Depot ist abgeklemmt. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte es doch smoother machen. So. Ja, die News, die werden mich gleich zerfressen. Ja, ein Rückbau für die Zukunft. Das könnte vielleicht sogar noch klappen, dass wir da wirklich noch mit reinkommen. Na gut, das große Haus muss ich nicht unbedingt mit abreißen. Guck mal, brauche ich gar nichts mehr mit abreißen. Jetzt ist nur noch die Frage. Ja, müsste ich jetzt mit auf den Zopf rauffahren. Ja. Zauberei. Da ist schon mit, ja. Dann verlegen wir nämlich einfach die Haltestelle da dran. Dupolis Zop und hier wäre es dann, glaube ich, nee, das ist der Fan-Tram-Stop. Da würden wir vorher die hier reinsetzen und würden dann die Fan-Tram-Stop rausnehmen. Den will ich noch umbenennen. Ab. Ich habe schon wieder so viel anderes vorgenommen, jetzt hänge ich mich hier schon wieder auf, ne? Naja, man kann nicht alles haben. Vielleicht können wir wieder irgendwas mit aufhängen. Dass die da wohl wieder draus machen. Naja gut. So, wir werden jetzt die Haltestellen hier außen hinsetzen. Einfach auf dem Weg zum Zopf mitnehmen. Das müsste Mozart nehmen, Mühlen. Also setzen wir jetzt vor der Mühlen. Warte mal. Das ist statt auswärts. Nehmen wir da nämlich die Mühlen raus. Und das wäre statt einwärts und nehmen auch Mühlen raus. Ja, ich glaube, damit fahren wir ein bisschen besser. Okay. Oh, die ersten Nachrichten. Ja.
Ich hab's einfach gedacht. Ja, Tram-Depot muss ich noch anschließen, das stimmt. Danke für den Hinweis. Gott sei Dank muss ich das nicht abreißen, neu bauen. Das wären Nachrichten. So, auf geht's. Zitate-Magazin. UCant Logistic Group reißt Hauptverkehrsstraße ab. Kurvig soll es sein, so sieht es aus. Häuser wurden abgerissen, das Depot wurde von der Straßenanbindung getrennt. Anwohner beschweren sich über den Baulärm, kilometerlange Staus in der Stadt. Eine Tramhaltestelle wurde zudem auch noch verlegt. Durch den Abriss der Straße kam der Verkehr in der Stadt zum Erliegen. Wir bitten, Kant dies zu unterlassen. So, und dazu hätten die Daily News auch noch was zu sagen. Na. Daily News. Neues katastrophales Baugesetz wurde in den Sommerferien durch den katastrophalen Ständerat gewunken. Die 11 anwesenden Abgeordneten haben einstimmig das Gesetz verabschiedet. Die anderen 690 Abgeordneten verweilten derweil im Urlaub. Das Gesetz erlaubt ein verkürztes Enteignungsverfahren bei Infrastrukturmaßnahmen. Nachteil für den Antragsteller der Enteignung: Er muss mindestens 1 Million Kant-Dollar Entschädigung zahlen, egal wie groß das Haus oder Grundstück ist. Das hättet ihr wohl gerne, wa? Ja, natürlich. Ja, sind sie alle umgezogen, ja? Stehen sie alle an der nächsten Haltestelle. Aber es macht nichts. Die Trams kommen gleich. Die Tramse. Boah, jetzt sind die hier alle am Hauptbahnhof, ja. Boah. Ja, lassen wir jetzt erstmal ein bisschen pendeln. So, die Brotzüge haben wir verlängert. Fährt auch. Oh, nicht ganz. Achso, der hat gerade erst wahrscheinlich ersetzt. Ich kann sagen, warum fährt der da nicht voll? Aber da ist ja gerade erst ersetzt worden. Hier fährt der nächste rein. Passt das von der Länge her? Habe ich ja gar nicht nachgedacht. Na, aber gerade eben, wa? Gut, dass ich die Kreuzweichen nicht so eng gemacht habe. Also das ist jetzt das Maximale, was wir rausholen können mit den 18 Waggons. Das war ganz gut. Cool, jetzt haben wir noch 3 Millionen übrig. Jetzt gucken wir hier drüben nochmal, was macht unsere Fanbus-Geschichte. Während du guckst, kann ich noch ein paar Nachrichten vorlesen. Ja, kannst leider noch welche dazu schreiben, wenn du willst. Ja, auf geht's. Also, die fantastische Postille. Während im Rest der Welt Krieg des Horrors tobt, tobt Mopshausen Kante in seiner Abrisswut. Die Anwohner beschweren sich, ich fühle mich schon wie in einer bombardierten Stadt. So ein Anwohner der katastrophalen Postille. Die New Kante Logistik Group verteidigt ihre Maßnahmen. Wir wollen hier smoother machen. Der Sprecher der NKG. Warum dafür eine Hauptverkehrsstraße abgerissen werden musste, ist unklar. Wir berichten, bevor wir berichten schreiben. Zitate Magazin. Wir liegen auf der Lauer. Macht nichts Falsches, nichts abreißen, nichts neu bauen, nichts kaufen, nichts tun. Ja, genau, nichts tun. Ed Kante. Genau. Ich habe das gelesen. Habe ich die noch gar nicht ersetzt? Ah, dann können wir die aber ersetzen, wa? Die hatten wir nicht ersetzt, weil. Wenig da war. Genau, weil wenig da war. Jetzt haben wir aber mittlerweile wieder mehr da. Deswegen können wir sie jetzt mal schnell für eine Mille ersetzen. Weil jetzt ist ja ein bisschen mehr da. Der ist vollgeladen, das ist gut. Was hat der hier? Der müsste dann ja auch voll sein. Ne, ist er nicht. Liegen aber trotzdem noch Brote hier rum. Also ist der wahrscheinlich gerade angekommen und der andere ist abgefahren. Ja, jetzt haben wir hier unten natürlich ordentlich Kraftstoffe rundliegen. Gut, dass wir das getrennt haben. Jetzt haben wir nämlich in beide Richtungen die Waggons voll. Das heißt, auch da spülen wir jetzt noch ein bisschen Kohlen rein. Was mich ein bisschen ärgert, ist ja, wieso bringt der Brot wieder mit zurück? Halt, stopp. Da ist nur eine Lösung. Und zwar in Untermopshausen alles entladen. Nur entladen. Das wollen wir gar nicht erst anfangen. Und in Gallien, also in Gallien muss er auch laden. Aber von hier aus muss er nichts wieder mitnehmen.
Das wird hier alles entladen. Das findet nicht statt. Das ist ja wie hier mit Bus. Hier. Rundreise. Rundreise machen. Okay, so. Jetzt haben wir noch ein paar Talerchen über. Ich würde ganz gerne, wenn wir das noch finanziell schaffen, diesen kleineren Zug, den wir hier haben, nicht mit der Milf ersetzen. Die Milf nehmen wir erstmal da raus. Und zwar würde ich da ganz gerne weiterhin diese Lok erstmal drauf lassen. Die tut ihren Dienst gut. Und das ist auch gut so. Klar, kommen später noch andere Sachen. Aber so, jetzt haben wir nur Zug 3. Wir wollen nur Zug 3 ersetzen. Fehler nicht genug Geld. Ja. Obwohl es keine Güterwaggons auf einer Öllinie. Oh ja. Also da ist das, ne? Man konzentriert sich auf alles und dann auf einmal sowas. Danke für den Hinweis, Manu. Bitte gerne. Wir brauchen natürlich die Kesselwagen. 15. Und der soll hier ersetzt werden. 5 Millionen. Kann der gleich mal machen. Haben wir mal wieder ein bisschen Kredit abzuzahlen. Gut. Wie sieht das hier aus? Ich glaube, mit den Türschirmen, das ist zwar eng, aber das kriegen wir alles hin. Wie viele stehen hier? 11. Wie viele kommen von hier? 12. Das heißt, da werden immer welche zurückbleiben. Vielleicht noch ein, zwei draufschmeißen. Einen. Im Moment machen die sogar Plus. Oha. Da Nahverkehrsbus sind hier. Ja, muss unbedingt ein Bus drauf. Ja. Gibt keinen Nahverkehr, der Plus macht. Nahverkehr Gallien. Gut. So, und zack, haben wir unsere Schulden wieder weg. So, jetzt müssten wir ja natürlich einiges auch vielleicht noch an Finanzen mehr dran verdienen. Und zu deiner Baupolitik gibt es nochmal eine Nachricht. Oh nein. Zitate-Magazin. Kante ersetzt erneut Züge. Diese kosten etliche Millionen an Kante-Dollar. Wir grübeln, warum dafür Kante Geld ausgibt, anstatt betroffene Anwohner der Baustellen einen Hotelaufenthalt zu bezahlen, während vor deren Häusern wieder der Baulärm tobt. Ja, ja, ihr ärgert mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Gar keinen Fall. Nein, nein. Aber ist doch schön. Wir haben das jetzt bis jetzt ganz gut hingekriegt mit diesem kombinierten Schienenverkehr. Alles andere kommt zu gegebener Zeit. Das ist unser Skunk. Der fährt auch fast voll ausgelastet. Das ist unser anderer Skunk. Der kommt wahrscheinlich gerade da. Ja. Fährt auch voll beladen. Stehen noch 34 rum, die mit wollen. Wie sieht das hier aus? Die Tram kommt jetzt besser raus. Oh, der Studebäcker und der große geschlossene Güterwagen kommt. Tja, wird Zeit, dass wir die Zugstrecke da runterbauen, ne? Ja. Ich glaube, da führt kein Weg mehr dran vorbei und das sollten wir, glaube ich, in der nächsten Folge mal anfangen. Oder fangen wir jetzt schon an? Weißt du, können wir ja schon mal in Angriff nehmen. Können wir schon mal in Angriff nehmen. Müssen aber das Depot leider weichen lassen. Ist aber das einzige Depot, das heißt, wir können es neu setzen und werden es neu setzen an der Hauptstraße. Dort haben wir Anschluss an alle Richtungen. Gut. So, dann werden wir jetzt anfangen. Hier brauchen wir nur eine Spur von. Die andere geht hier nachher nach München weiter. Vielleicht sogar mit dem Schnellverkehr in der Mitte. Das heißt, wir nehmen erstmal jetzt die äußere. Wir werden das nachher noch alles umbauen können. Oberleitung lasse ich weg. Denn ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir dort
die Flying Scotsman einsetzen werden. Weil damit haben wir schon immer gute Erfahrungen gemacht. Was aber ganz wichtig hier ist, dass wir hier auf jeden Fall den Bahnübergang beschränken müssen. Ach, wir müssen erstmal Bahnhof bauen unten, ne? Mhm. Damit wir wissen, wo wir hinwollen. Ja, eigentlich wollte ich hier einen groß bauen, aber wir haben schon wieder 4 Millionen. Ich will viel zu schnell laufen, das Spiel. Ja, wir wollten hier groß bauen, ne? Mhm. Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also, wir brauchen 3. Das wäre der, der aus Kantopolis kommt, plus Fernverkehr. Das heißt, A braucht 2 Durchfahrtgleise. Da bin ich jetzt nochmal gespannt. Ach, die Durchfahrtgleise gehen mit an den Dings, okay. B braucht aber auch 2. Das wird anstrengend. Ja, während du den Bahnhof zusammenbaust, kommt nochmal das Zitate-Magazin um die Ecke. Der gibt aber heute keine Ruhe, wa? Das ist gut so. Zitate-Magazin. Kanto unterdrückt Informationen. Dies hat ein Privatdetektiv in unserem Auftrag erfahren. Wir bitten Kante darum, diese Informationen preiszugeben. Ansonsten brennen Ölzüge. Informationen wurden durch ein Zitat bestätigt. Ihr kriegt mich nicht. Ihr bekommt mich nicht. Die Verwendung des Ermittlers daher ungenau. Okay. Radius müssen wir oben noch ändern. Ja, dann müssen wir leider den Zopf jetzt umbauen. An die Seite bauen. Haben wir schon ein paar schönere Zops jetzt? Nö. Ja, abreißen. Ja, elektrifiziert. Nehmen wir jetzt ruhig 3 Bahn, 3 Typen da, wollte ich gerade sagen. Statt das so zu bauen, könnten wir den auch sehr gut so hinsetzen. Ja, das ist hier. Ja. Da tut sich platztechnisch nicht viel. Hat er sogar übernommen. Das ist ja schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Na gut, es ist keine andere Ding in der Nähe. Das Glück in dem Moment. Manche nennen es Glück. Nein, das klang nicht arrogant. So, jetzt können wir anfangen, den Bahnhof zu planen, aber ich denke mal, wir haben trotzdem zu wenig Platz hier gleich. Das könnte. Bisschen nach außerhalb, sonst wenn ich nachher irgendwas umbaue, kriege ich es nicht aktualisiert. Ticken nach oben.
400 Metern reicht doch, oder? Ja. 400 Meter reicht doch, oder? Ja, eigentlich ja. Ja, die haben so komische Zahlen. Die haben für irgendwie das nächstgrößere ist, glaube ich, 500. Bahnsteiglänge 500, 550 und dann kommen 850. Komm, machen wir 500. Auch wenn das jetzt ziemlich ruckelt, das liegt daran, dass der Bahnhof halt so einen Mod hat und ziemlich viel. Miss Bunny, dankeschön für deinen Host. Das ist ja nett. Mitten in die Aufnahme. Das macht nichts. Drehen noch ein Stöcken. Gebaut. So kommen wir gut hier hoch, wir kommen gut geradeaus und wir kommen auch gut in die andere Richtung weiter. Mit 500 Metern fahren wir auch sehr gut, glaube ich. Brauchen wir keine Tram. So. Ja, vielen Dank, Miss Manny, für deinen Host. Jo. Da lässt sich doch was drauf ausbauen. Können wir hier unten noch einen Schiffsanleger ranbasteln? Wenn du gerade ausbaust hier die Infrastruktur, lese ich immer gerne die Zeitung vor, wenn du nichts dagegen hast. Was? Zeitung? Ja, wir hätten zwei Zeitungsmeldungen. Oh Mann, du. Zitate-Magazin. Yukante Logistico baut neuen Bahnhof. Das mehrgleisige Bauprojekt ist mal wieder exakt so gelegen, dass die Nukant Logistic Group dafür wieder etwas abreißen muss. Diesmal muss der Zopp dran glauben. Anwohner beschweren sich über Baulärm und Fehlplanung. Zitat eines Anwohners: Anstatt immer alles andere abzureißen, bauen anstatt immer. Könnte die Nukant. Anstatt immer alles abzureißen, könnte die Nukant Logistic Group doch auch einfach mal woanders da bauen. Sagt das, was im, nicht nur da, wo immer alles exakt im Weg ist, wo das neue hin soll. Wir raten. Ja, so ist das, ne? Dann hätten wir noch ein paar Daily News. Hab ich jetzt gar nicht geguckt nach der Geschwindigkeit, warte mal. Okay, passt. Ja, jetzt. No. Die Daily News. Ja. Supermoderner Bahnhof der Landeshauptstadt Kantopolis. Der Architekturstudent Norm Foster stellte mit dem Bahnhof Kantopolis sein Erstlingswerk vor. Manche Einwohner nennen ihn modern, andere potthässlich und die nächsten hoffen, dass er bald wieder abgerissen wird. Der Ratsvorsteher von Kantopolis im Interview: Modern, sehr schön, aber extrem teuer dieses Prestigebauwerk. Ja. Prestige. Prestige. Wir wissen alle, wer Norman Foster ist. Bestimmt. Sir Norman Foster, einer der weltweit bekanntesten Architekten, hat unter anderem die neue Glaskuppel des Reichstags in Berlin gebaut. Nicht schlecht. Diversen Brückenbauwerke und so weiter, ja.
Das finde ich besser. Ja, es ist nicht noch nicht das, was wir haben wollen, aber es ist schon mal einen ganz guten Töten hier, ne? So. Ach, jetzt habe ich aber auch echt viel Zeit verbaut, ne? Naja, ich hoffe, euch gefällt der neue Bahnhof. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr in die nächste Folge wieder reinschaut. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.